So, schönen guten Morgen. Jetzt wisst ihr alle, wie der Budesheim sich verschlafen anhört und wie er verschlafen aussieht. Aber ich habe es versprochen, es gibt einen Full Day. Wir haben jetzt 5 Uhr und ja, ich bin schon wach und beginne meinen Tag erstmal mit einem Kaffee. Vor dem Kaffee gibt es noch was anderes, und zwar, das trinke ich jeden Morgen, eine Mischung aus Glutamin und Inulin. Also, let's go. Das wäre schon mal geschafft. Und dann gibt es jeden Morgen meine Supplemente. Aber das ist gar nicht so spektakulär, denn ich bereite die immer vor in solchen praktischen Supplement-Boxen. Von mir selbst konstruiert und gebaut und so weiter. Ihr seht ihr nichts. Doch, da habe ich einfach vergessen, gestern Abend, muss ich sagen. Aber ansonsten ist da nichts drin. Und zwar ist heute wieder ganz großer Vorbereitungstag, wo ich wieder die Supplemente vorbereiten muss. Ich werde euch dann heute zeigen, was ich für Supplemente alles nehme, warum ich diese nehme. Jetzt, bevor es Frühstück gibt, trinke ich erstmal einen Kaffee und ich muss Bestellungen machen. Das ist normalerweise Sache meiner Frau, macht normalerweise die Pia, aber jetzt durch den Säugling, durch unser Neugeborenen, hat die Pia leider oft keine Zeit dafür und dann muss ich das halt mal ein bisschen übernehmen. Zudem hat sie Pia jetzt gerade ein bisschen Fieber bekommen. Irgendwie durch Stillen kann das passieren, dass man irgendwie so eine Reaktion hat und ein bisschen Fieber bekommt. Und deswegen muss der Baba heute mal ran, bevor der andere Budi aufsteht, mache ich jetzt mal Bestellungen. Wir sind in unserer Waschküche. So nennen wir das, so ein Allzweckraum. Und unter anderem gilt der auch, oder gilt der auch bei uns als, ihr wisst schon, 6 Uhr morgens oder 5.30 Uhr mittlerweile, als Packraum. Und hier liegen die ganzen Bestellungen. Und diese hole ich jetzt mal im Lager, um die zu verpacken. Ja, hier relativ unspektakulär in unserer Garage, dient ansonsten auch noch als Getränkelager, aber ansonsten ist alles voll mit Schränken, Regalen. Hier sind auch noch alles voll Schränke. Oben ist Packmaterial, da liegen ein paar Motorradhelme und da habe ich noch ganz viele Hoodies drin. Das ist unser Versandlager. Ich hatte schon mal überlegt, mir Räumlichkeiten woanders zu mieten. Problem dabei ist einfach, man muss dann immer dorthin fahren oder hingehen, um Bestellungen machen zu können. Und so kann ich manchmal Sonntagabend nebenbei vorm Schlafen gehen noch ein paar Bestellungen machen. So, immer noch am Packen hier, noch nicht viel weitergekommen. Manchmal dauert das Rüsten länger als das Machen. Und hier seht ihr eine ganze Wanne voll. Das ist ein Chili-Beißer, glaube ich. Ja, Chili-Beißer. Und Tartar-Beißer. Das sind Würstchen aus reinem Rinder-Tartar, maximal 5% Fett. So ein Würstchen hat 50 Gramm circa, sind 5 Stück drin, gibt es bei mir im Online-Shop und die Leute fahren total drauf ab, kann ich euch sagen. War eigentlich mehr so eine Idee von mir, für mich. Ich habe dem Basti gesagt von der Fleischerei Schäfer, könnt ihr nicht mal ein paar Würstchen produzieren mit wenig Fett, ganz, ganz mager. Die werden natürlich schnell hart, deswegen muss man sie einschweißen und dann eben, wenn man es aufmacht, schnell verzehren. Aber ich esse ganz gern mal ein Brötchen zwischendurch auf die Hand, wenn ich unterwegs bin. Immer noch am Packen, aber jetzt gibt es erstmal eine Pause, denn ich muss erstmal frühstücken. Eigentlich schon viel zu spät. Weil in 2,5 bis 3 Stunden steht schon wieder die nächste Mahlzeit an.
Ach, was hat man es nicht so leicht, ne? So, jetzt gibt es erstmal Eiklar. Eiklar mit 2 Volleiern. Ich zeig's euch. So, also 200 Gramm Eiklar. Dann 2 Volleier. Rührei-Gewürz von Ankerkraut. Voilà. Endlich bin ich soweit mit Frühstücken dran. Mega Hunger. Hier Light Ketchup aus dem Lidl, Standard. Dann eine Runde Kaffee. Übrigens habe ich da ganz leckeren Kaffee, wo ich echt am Überlegen bin, ob ich den im Onlineshop anbiete. Aber nicht, weil ich daran verdienen will, sondern einfach, weil er so geil ist. Und ich euch den nicht vorenthalten möchte. Dann habe ich hier genau 120 Gramm Reisflocken mit ein paar Tiefkühl-Himbeeren. Das sind 200 Gramm Eiklar, 2 ganze Eier und ein paar Tomaten. Übrigens bei dem Reisflocken ganz unkomplizierte Zubereitung. Ihr macht einfach, ihr wiegt eure Reisflocken ab. Welche ihr nehmt, ist wurscht. Gibt es auch aus der Babyabteilung, gibt es aus dem Internet von diversen Fitnessseiten, da gibt es verschiedene. Und dann macht ihr einfach doppelt so viel Wasser wie Reisflocken. Das ist übrigens das gleiche Verhältnis wie bei Haferflocken. Einfach immer doppelt so viel Wasser wie, ihr wisst schon, Haferflocken oder Reisflocken. So, wieder ungefähr 3 Stunden später, jetzt haben wir gleich 11 Uhr, glaube ich, ja, kurz vor 11, gibt es die nächste Mahlzeit, relativ unspektakulär und eigentlich könnte ich die Szene 3-mal reinschneiden, nee, 4-mal insgesamt, denn diese Mahlzeit gibt es einfach 4-mal am Tag, relativ easy. Ich zeig's euch, 125 Gramm Reis, Süßkartoffeln, Rindertartar 250 Gramm, gibt mal 4, gibt eben 1 Kilo Rindertartar und gibt 500 Gramm Reis am Tag. Süßkartoffeln sind, glaube ich, insgesamt so 600 Gramm. Und dazu trinke ich immer in der Offseason irgendein Getränk, was auch ruhig ein paar Kalorien hat. Sowas wie Vital 3 oder meistens Wasser, aber manchmal auch Karamalz, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate ich noch benötige. Und ich knatsche da manchmal irgendeine Soße drauf. Heute zum Beispiel die leckere Hohmann Hamburger Soße, da mache ich nur so ein bisschen was drauf. Manchmal auch gar nichts, manchmal Diät-Ketchup, manchmal Senf, also was mir gerade so in die Finger kommt. Das Gute ist ja in der Off-Season, kommt es nicht so auf eine Kalorien genau drauf an und bei mir sowieso nicht, weil ich meistens sowieso eher zu wenig Kalorien esse. Ja, deswegen lasse ich erstmal schmecken und danach machen wir erstmal die Supplemente. Die muss ich nämlich unbedingt noch nutzen. Habe ich heute, normalerweise nehme ich die morgens gleich als erstes. Aber die müssen halt supplementiert werden. Ich habe es ausgemacht. Jetzt mache ich es wieder an. So. Einige Zeit später, wie versprochen, jetzt meine Supplemente. Ich habe, wie schon mal erwähnt, so einen selbstgebauten Tower. Habe ich mir extra konstruiert und 3D gedruckt mit einem Kommilitonen zusammen. Weil einfach die herkömmlichen Teile, die es gibt, nicht genügend Platz haben. Ja, fangen wir an. Erstmal absolute Basic Omega 3. Da empfehle ich halt für Bodybuilder, Kraftsportler, so größer 100 Kilo, dass sie 3 Gramm EPA DHA nutzen. Ich nutze von diesen Omega 3 Kapseln 6 Stück am Tag, also auch leicht hoch überdosiert. Wobei man das auch nicht sagen, generell so sagen kann, pauschal, ob das jetzt überdosiert ist. Also 6 Stück am Tag. Ich würde sagen, für Normalo, also immer von jetzt ausgehend von den ESN Omega 3, kann ein Normalo 4 Stück am Tag nehmen. Das ist mir auf jeden Fall ziemlich safe. Eins nochmal vorneweg, die Supplement-Vorstellung, die ich jetzt mache, ja, beinhaltet Werbung, aber ist mehrfach gewünscht worden. Aber was nochmal wichtiger ist,
ich mache das jetzt, ich erkläre euch das nach meinem Nutzen und nach meinem Verständnis und nicht nach wissenschaftlichen Daten oder sowas. Also bitte nicht hier reinschreiben, ja, aber die Studie XY hat gesagt, man macht das nicht so, sondern man macht das so. Nur, dass ihr kurz Bescheid wisst. Dann fangen wir an mit Vitamin D3 K2. Ganz karo einfach. Jeden Tag eine. Das sind so Depot Vitamin D3 K2. Da steht drauf, eine die Woche, glaube ich, auf der Dose. Und eine Kapsel wöchentlich. Warum nehme ich jeden Tag eine? Ich habe es nicht jetzt einfach ProScience, mache ich so, sondern ich habe es getestet. Ich habe einen Bluttest machen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ich war ständig so bei 40 Mikrogramm pro Deziliter oder was weiß ich, wie die Einheit da so ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Pro Mol oder weiß ich nicht genau. Jedenfalls habe ich Vitamin D3 bestimmen lassen mit einer Kapsel, mit zwei Kapseln pro Woche. Und ich war immer zu niedrig. Und deswegen, gerade jetzt in Wintermonaten, nehme ich einfach jeden Tag eine, die gut ist. Wobei, fällt mir gerade ein, mit jeden Tag eine müsste ich auch nochmal eine Bestimmung machen lassen. Kann ich mal machen. Dann Zink. Hier bei ESN, die Zinkkapseln haben 25 Milligramm pro Kapsel. Und dann nehme ich morgens, mittags, abends eine. Morgens, mittags, abends. Omega, D3, Zink. Geht's weiter mit Kurkumin. So, dann nehme ich einfach jeden Tag eine vom Kurkumin. Dann nehme ich den Vitamin-Stack von ESN. Auch jeden Tag eine. Dann Magnesium. Also vom Magnesium nehme ich zwei Kapseln. Und also Magnesium immer mittags und abends. Abends eigentlich aus dem Grund, weil Magnesium auch so eine entspannende Wirkung so ein bisschen nachgesagt wird. Deswegen nehme ich es dann eben abends. Dann nehme ich hier Glucosamin. Nehme ich auch abends Glucosamin. Und Glucosamin ist sowas, in der Vorbereitung nehme ich das öfter, also noch höher dosiert. Das ist die einzige Aminosäure, die knorpelaufbauend wirken kann, wirkt. Ja, und dann das Wichtigste eigentlich, das Kreatin, Kreatinkapseln. Ich bin eigentlich bei Kreatin lieber so ein Pulvertyp. Außer bei einer Portion. Ich mache es immer so, nach dem Training trinke ich ja meinen Tank ab, da ist ja Kreatin drin. Da mische ich noch ein bisschen zusätzlich Kreatin rein, weil ich ein bisschen mehr brauche. Und morgens nehme ich immer Kreatin in Kapseln. Dann weiß ich, okay, morgens die Kreatindosis ist schon mal safe. Und dann nehme ich jeden Morgen drei Kapseln. Das war's mit den ESN-Supplements. Aber ich nehme noch ein paar weitere Supplements. Die kann ich euch leider nicht in die Kamera halten. Das ist natürlich aus vertraglichen Bestimmungen. Kann man auch nachvollziehen. Von den Firmen bekomme ich kein Geld. Und dann darf ich auch nicht ihre Produkte in die Kamera halten. Aber immerhin sage ich euch, was das genau ist. So sieht das Ganze aus. Meine ganzen Fächer jeden Tag. Meistens morgens ist es am vollsten. Ein Fach habe ich noch übrig, wo man irgendwas Gesondertes reinmachen kann. Falls man das braucht, so nehme ich morgens, mittags, abends. Und falls man nochmal Separates hat, das kann man da reinmachen. Ja, hier das Kreatin, Omega-3, Glucosamin, Vitamin-Stack, Zink, D3, Magnesium und Kurkumin. Ja, jetzt die Frage, ich bin natürlich ein Profiathlet und auch ein gesponserter Athlet. Was würde ich einem empfehlen, der ein Hobbyathlet ist? Was bräuchte er unbedingt? Also Kraftsportlern, finde ich das elementar wichtig. Das ist für jedermann wichtig, nicht nur für Sportler. Glucosamin, ja, würde ich empfehlen, gerade für ältere Sportler auf jeden Fall, wobei, wenn der Knorpel einmal kaputt ist, brauchst du dann nicht mehr aufbauen, deswegen ist das ein bisschen vorbeugend, würde ich auf jeden Fall eine Diät nutzen. Zink, ja, wird eigentlich allgemein immer empfohlen, auch für Sportler, würde ich sagen, okay, das kann jemand auch noch so über die Ernährung reinbekommen, wenn er jetzt nicht irgendwie muskelaufbauende Mittel nutzt und dadurch irgendwie einen höheren Zinkbedarf hat. Vitamin-Stack, das kriege ich auch noch hin mit irgendwelchen Saft und Obst und hast du nicht gesehen. Magnesium, elementar wichtig für einen Sportler. Kurkumin, würde ich auch noch sagen, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Und Vitamin D3 finde ich wiederum
ganz, ganz wichtig für jedermann. Also so habt ihr so ein kleines Ranking. Ich persönlich nutze alles. Ich empfehle es auch meinen Lieben und meinen Familienmitgliedern, wie auch immer. Aber das jetzt mal so ein kleines Ranking für euch. Hier seht ihr mal meine Supplemente. Und ja, in der Vorbereitung ist das natürlich noch einiges mehr. Jetzt gibt es natürlich bestimmt welche, die fragen, warum ist da kein Ashwagandha drin? Warum ist da kein Berberin drin? Oder irgendwelche anderen Dinge, Tutka. Das sind alles so Dinge, die nutze ich in der Diät. Die sind oftmals gut für sowas wie Insulinresistenz und sowas. Und da habe ich in der Off-Season keine großen Probleme mit, weil ich versuche, meine Insulinresistenz, meine Insulinschwankungen, auch dadurch, dass ich sowieso so viel und häufig und regelmäßig esse, versuche ich einfach auf natürliche Basis im Lot zu halten. Und dann brauche ich keine extra Supplemente dafür. Ein wichtiges Supplement fehlt noch, da muss ich nochmal aufstehen, das muss ich noch holen. Und zwar ist das eben sowas wie Mariendistel, einfach für Lebersupport und so weiter. Ist natürlich dann auch wiederum wichtig für, ja, sagen wir mal Bodybuilder, Schwergewichtsbodybuilder, die eventuell höheren Fleischkonsum haben und die eventuell auch irgendwie muskelaufbauende Mittel nutzen. Für die ist sowas ganz wichtig, dass man eben den Lebersupport auch mit aufrechterhält. Aber wie gesagt, diese Dinge wie Berberin, Tutka oder Ashwagandha, das nutze ich in der Vorbereitung und in der Off-Season nicht. Generell zu diesem Thema Supplement gibt es noch zu sagen, man muss das immer nach bestem Wissen und Gewissen machen. Es gibt immer irgendwie, ich sage immer so ganz schön auf dem Dorf Deutsch, es wird ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Soll heißen, es gibt ständig irgendein neues Lifestyle-Produkt, was dann jeder nimmt und wo dann immer so gesagt wird, der es nicht nimmt, wie kannst du das nicht nehmen, so auf die Art. So, wie konntest du bisher überleben, so auf die Art. Und deswegen probiert einfach selber ein bisschen aus, versucht mal so ein bisschen auf euer Körper zu hören. Natürlich sind viele Dinge, die ich hier nutze, da merkt man keine Wirkung direkt. Und deswegen ist es manchmal auch ganz schwierig einzuschätzen und aus dem Grund sage ich immer, nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr müsst ja selber, seht ja selber, was ihr gerade für eine Belastung ausgesetzt seid. Esst ihr viel, sowas wie Probiotika, Darmbakterien, würde ich zum Beispiel auch jedem empfehlen zu supplementieren. Das ist ja so bei Probiotika, man hat ja Millionen von Darmbakterien. Und ob jetzt genau dieser Darmbakterienstamm, den ihr da supplementiert, ob der euch fehlt, das sei mal dahingestellt. Aber wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Und schlechter wird es dadurch auf jeden Fall nicht. Das waren so ganz unspektakulär mal meine derzeitigen Supplemente. Ausgenommen natürlich von den Supplementen rund ums Training. Die zeige ich euch nachher aber auch noch. Jetzt gibt es die nächste Mahlzeit. Wieder die gleiche Mahlzeit wie vorhin. Und meine Mama hat gerade noch gerufen, es gibt Suppe. Und da esse ich natürlich auch noch einen Teller Suppe mit. Das ist ja das Schöne in der Off-Season, dass es eben auf ein paar Kalorien nicht drauf ankommt. Wichtig ist nur, wenn ihr auch gerade in Off-Season steckt wie ich, wichtig ist nur, dass ihr eure Hauptmahlzeiten, die auf eurem Plan stehen, dass ihr die reinbekommt. Das ist wichtig. Weil wenn das nicht ist, das ist mies. Okay, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Quatsch. Es geht ja noch weiter, das Video. Ich wollte schon wieder beenden. Das wäre dann nämlich das vierte Mal, dass ich ein Full Day of Eating bis mittags drehe und dann keinen Bock mehr habe oder beziehungsweise keine Zeit mehr finde. Deswegen, heute ziehe ich es durch. Ich sag's euch. Nein. Bisschen noch? Ich bin Schnellesser. Jetzt musst du so filmen, dass ich hier einen Löffel reinmache. Achtung. Ein. Noch einen. Sieht man's? Ja. Und noch einen. So, jetzt schraube ich den Deckel wieder drauf. Einmal hat man jetzt, jetzt filmst du noch einmal kurz die Dose. Und was steht da drauf? Torque. Sag mal Torque. Torque. Prima. So, jetzt angekommen im Training. Mein Pre-Workout habe ich auf der Fahrt getrunken, den Talk, den wir zu Hause angemischt haben, der Miriam und ich. Und jetzt gibt es Intra-Workout
Und schaut mal, hier oben habe ich die ganze Galerie stehen. Ach, das ist das Falsche, das gibt es nach dem Training. Das gibt es während dem Training. Intra Drive vom Roman Fritz. Dann habe ich hier immer Whey Protein und Clusterdextrin stehen. Das ist so für, ja, für die Not. Falls das mal leer ist oder das mal leer ist, dann nehme ich das. Und nach dem Training gibt es meinen geliebten Tank Up, mein All-in-One Post-Workout. Aber jetzt geht es erstmal los. Es gibt eine Mischung Intra Drive. So, ihr Lieben, wie sehe ich denn aus hier? So, Mütze erstmal schick aufgezogen. Training ist beendet. Jetzt gibt es Post-Workout. Und ja, habe ich eben schon angekündigt, dafür gibt es für mich den Tank Up. Und da sind pro Portion, also pro richtige Portion, ich glaube 100 Gramm, sind da 3 Gramm Kreatin drin. Ich nutze ein bisschen mehr und mische da noch ein bisschen Kreatin dazu. Zeige ich euch jetzt und dann geht es schleunigst nach Hause oder nochmal kurz in die Fleischerei mein Essen holen. Und dann geht es nach Hause, nächste Mahlzeit essen. Ich glaube, heute ist so ein Tag, wo ich schon wieder alle Mahlzeiten nicht schaffe. Ihr habt ja jetzt meinen Tagesablauf so ein bisschen mitbekommen. Zwischendurch war ich heute Mittag noch einkaufen, Kind kümmern und so weiter und so fort. Und das ist eben mein größtes Manko, dass ich eben manchmal nicht alle Mahlzeiten komplett schaffe. Aber noch ist der Tag ja nicht vorbei. Ein bisschen was haben wir noch. Also hier erstmal Kreatin. Ein ganz normales Kreatin-Monohydrat. Reicht völlig aus. Brauchen wir keinen Hokuspokus machen. Davon gibt es 2 Scoops von dem Kreatin. Bisschen tunen das Ganze. Und dann gibt es, seht schon, der Pump ist auch ordentlich da am Unterarm. Gibt es 3 Löffel von meinem leckeren Tank Up. So. Und dann habe ich das Feedback bekommen, dass der Tank Up so schäumen würde. Deswegen ist es wichtig, wenn man das reinmacht, erst ein bisschen rühren, so, dass sich das erstmal so ein bisschen vermischt. Und dann kann man es auch mal leicht shaken, aber nicht so extrem schütteln. Manche, die schütteln das wie so ein Whey-Protein, also einfach nur so ein bisschen hin und her schütteln und das löst sich eigentlich sehr gut aus. Auf, meine ich. Und so, da ist auch meine Fresse wieder. Zum Wohle, na zdrowie. Übrigens muss ich mich ein bisschen revidieren. Ich habe mal irgendwo gesagt, das schmeckt wie Capri-Eis. Stimmt aber nicht. Meine Mama hat nämlich neulich Eis gekauft. Und das Eis war genau das, was so schmeckt wie das hier. Und zwar war das... Scheiße, das habe ich wieder vergessen. Split. Split-Eis. Das ist dieses... So ähnlich wie Solero, wo außenrum so ein bisschen fruchtig ist und innen drin Vanille. Und eben diese Hülle davon, die schmeckt wie mein Tank Up. Also Split-Eis. Wer kennt's, könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt geht's weiter. So, bevor ich nach Hause fahre, habe ich noch einen Abstecher gemacht hier in der Fleischerei Schäfer. Manche kennen's so vom Hintergrund. Und hier wird gerade mein Essen zubereitet. Ich habe euch ja erzählt, dass mein größtes Manko immer ist, dass ich mein Essen nicht schaffe. Und das sind meine ganzen Portionen Fleisch. Immer 250 Gramm Fleisch. Zack, 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 zack. Hier ist noch eine fertige Mahlzeit von mir. Die mache ich mir jetzt schon mal warm und vernasche die hier, bis das Essen fertig ist. Und ja, dann geht's endlich nach Hause. Und dann muss ich heute Abend noch 3 Mahlzeiten essen. Das noch schafft, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, es gefällt Ihnen. Und es ist besser, als eine Scheune anzunagen. Das nächste Mal, wenn ihr uns braucht, wird einfach... Wer sich wundert, was hier läuft, da in diesem Fliegerstuhl, da sitzt der Emilian. Den hatte ich nämlich mit im Training. Was will man machen halt? Und er guckt. Er isst ein Brötchen mit Wurst und guckt Paw Patrol. Und nein, ich bin kein Rabenvater. Er guckt nur 10 Minuten, bis der Papa sein Schälchen leer gegessen hat. Und dann geht es nach Hause. Und dann lese ich ihm eine Geschichte vor. So, bevor es hier wieder böse Kommentare gibt. Ich bin ein guter Papa. Guten Abend mittlerweile.
wieder zu Hause angekommen. Es ist mittlerweile ruhig im Hause Budesheim. Wir haben jetzt kurz vor 9, also 20.55 Uhr, um es genau zu sagen. Und ja, hier winkt die nächste Mahlzeit. Reis, Tatin und Süßkartoffeln. Und dann gibt's die letzte Mahlzeit. Magerquark mit einer Banane im Mixer, flüssig gemixt, weil ich kann keinen Quark mehr essen abends. Ich glaube, dann kotze ich. Deswegen saufe ich das. Jetzt sagen die meisten wahrscheinlich, oh, mimimi. Ich mache euch auch hier mal so einen Screenshot rein von den Kalorien, die ich so getrackt habe. Ich mache das übrigens immer mit MyFatSecret. Man kann aber auch MyFitnessPal oder was weiß ich, was es da für Apps gibt. Kann man alles Mögliche verwenden. Ja, sind dann etwas über 5000 Kalorien. Habe das so ganz grob mal eingetrackt. Habe aber jetzt zum Beispiel die Suppe meiner Mutter nicht mit dazu getrackt. Boah, ich habe so einen roten Schädel. Das liegt aber hier an dem Licht. Jeder denkt, ich habe hier so einen roten Kopf. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt die Suppe nicht eingetrackt. Zwischendurch hatte ich auch noch einen Apfel gegessen. Den habe ich jetzt auch nicht eingetrackt. Wobei das ja auch nochmal so 50, 60 Kalorien sind. Ja, also roundabout 5200 Kalorien, würde ich sagen. An manchen Tagen bin ich so bei 4800. Es kommt immer so drauf an. Manchmal schaffe ich diese letzte Mahlzeit nicht. Dann beschränke ich mich abends nur noch auf Magerquark mit Banane. Ja, das war's. Also, ich hoffe, euch hat mein kleiner Full Day gefallen. Vielleicht schalte ich die Kamera gleich nochmal ein, wenn ich mir den Magerquark zubereite. Vielleicht fallen mir noch ein paar Worte ein, die ich euch gerne noch damit auf den Weg geben würde, so als Tipp. Und ansonsten Essefasse, oder wie sagt man in Hessen. Was noch wichtig ist, und da hatte ich auch mal viele Zeit, das habe ich auch mal lange Zeit falsch gemacht als Kraftsportler, macht nicht den Fehler und sagt so diese Einstellung, ich achte nur, dass ich auf mein Eiweiß komme. Ich glaube, das habe ich schon oft erwähnt. Ansonsten esse ich einfach, aber ich achte halt, dass ich genügend Eiweiß esse. Und selbst das zählen die meisten nicht richtig. Und das führt dann eben zu folgenden Fehler. Viele essen dann einfach zu viel Eiweiß, weil sie einfach nur bei jeder Gelegenheit denken, oh, ich brauche jetzt Proteine, ich brauche Proteine. Und viele essen dann einfach zu viel Fett und zu wenig Kohlenhydrate, weil einfach da nicht so richtig gezählt wird. Da wird kein Augenmerk drauf gelegt, da wird nicht differenziert. Boah, ich habe auch ganz schöne Augenringe. Liegt aber daran, dass es gerade bei uns ein bisschen stressig ist mit dem Schlaf und so. So ist es halt mit Kleinkind und Baby. Da kommt die Regeneration ein bisschen zu kurz. Aber auch das wird bald wieder besser. Auf jeden Fall legt man nicht genügend Augenmerk auf die Kohlenhydrate, die eben genauso wichtig sind. Und achtet auch nicht so aufs Fett. Und so essen die meisten halt auch viel zu viel Fett, viel zu wenig Kohlenhydrate. Ich glaube, ich bin jetzt bei 600 Gramm Kohlenhydraten oder sowas. Und ich würde behaupten, um Muskulatur ordentlich aufzubauen, braucht so gut wie jeder mindestens 300 Gramm Kohlenhydrate, halt auch als 80 Kilo Athlet. Ich habe jetzt kürzlich erst einen gecoacht, der hatte immer Angst vor Kohlenhydrate essen. Er sagte immer, da schwemmt er auf und so weiter und so fort. Und voilà. Ich habe ihnen Kohlenhydrate reingeschrieben, das Fett ein bisschen reduziert, das Eiweiß auch reduziert und siehe da, er baut Muskeln auf. Also kein Wundermittel, aber nicht zu unterschätzen. Bing, das war mein Zeichen. Es ist jetzt soweit, es gibt die letzte Mahlzeit, ein Becher Magerquark, aber nicht einen ganzen Becher, weil ich habe hier so einen coolen Mixer aus dem Becher, da kann man direkt draus trinken, mit so einem Messerchen hier. Und da kommt eine Banane rein und ein bisschen Vanille-Whey-Protein und dann saufe ich das und dann gibt es noch ein paar Tröpfchen CBD-Öl und dann geht's in die Haia, ins Bettchen. So ein paar Sachen sind mir noch eingefallen, wo man sich manchmal das Leben ein bisschen leichter machen kann. Also wenn man abends einfach richtig kaputt ist und zu müde ist, sich so einen Quark zu machen, dann kann man auch abends mal so ein Skier mit Geschmack oder sowas essen, was ich auch oftmals ganz, ganz gerne esse, wenn ich wirklich einfach nur noch tot bin und noch was reinschaufeln möchte. So ein Protein-Pudding
den es bei Lidl zum Beispiel gibt. Da gibt es ganz leckere Geschmacksrichtungen. Oder Protein-Grieß, finde ich auch ganz lecker, wenn man sich abends mal was gönnen möchte. Und mittags, wenn ihr da mal unterwegs seid, dann schnappt euch einfach ein Körnerbrötchen und zwei Tartarbeiser. Die gibt es bei mir im Online-Shop. Einmal Chili-Beiser, einmal Tartarbeiser. Ist wirklich ganz, ganz praktisch, macht einem das Leben ein bisschen leichter. Ein Tartarbeiser hat 50 Gramm. Nimm da einfach zwei Stück, habt ihr 100 Gramm. Und ein Brötchen hat meistens so um die 70 Gramm, so ein Körnerbrötchen. Und dann habt ihr schon mal eine kleine Mahlzeit safe. Braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich esse das öfter mal, wenn ich zum Beispiel auch mit Emilian unterwegs bin, weil ich dann ja jedes Mal mit dem Löffel da meine Mahlzeit reinschaufeln möchte. Wenn der Junge dann ein Brötchen in der Hand hat, dass der Baba isst dann eben auch ein Brötchen mit einem Tartarbeiser. Oder wenn ich mal zur Jagd gehe, dann nehme ich mir auch mal ein Brötchen mit Tartarbeiser. Ja, morgens esse ich meistens diese Reisflocken. Könnt ihr einfach im Internet bestellen, habe ich heute Morgen schon alles erwähnt. Manchmal esse ich auch einen ganz normalen Haferflocken oder auch mal Körnerbrötchen oder Körnertoast. Das sind so die kleinen Variablen, die ich drin habe. Aber viel mehr variiert sich das Ganze nicht. Ich esse mal einen Apfel, esse mal eine Banane, esse mal eine Birne oder mal Kiwi oder wie auch immer. Manchmal mache ich mir übers Essen noch Spinat drüber, weil ich unheimlich gerne Spinat esse. Aber das sind so diese kleinen Variablen, die ich drin habe, um mir das Leben ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ansonsten sind meine vier Hauptmahlzeiten Reis, Rindertatar und dann jeweils mit Gemüse, heute in dem Fall mit Süßkartoffel, um nochmal ein paar Kohlenhydrate zu bekommen, aber ganz oft auch mit Gemüse, Zucchini. Da gibt es nur ein Problem, beziehungsweise einen Tipp von mir nochmal. Wenn ihr euer Essen vorbereitet für 2-3 Tage, das ist überhaupt gar kein Problem, dass man Essen 2-3, manchmal sogar auf 4 Tage kühl lagert und dann noch isst. Dann ist aber das Problem, dass das Gemüse als erstes schlecht wird. Das ist immer das Problem beim Meal Prep. Am besten, wenn ihr Meal Prep macht, macht euer Gemüse in eine separate Dose. Und wenn es hinter sich hat oder wenn es am besten jeden Tag frisch machen, dann braucht ihr nicht so ekliges, flatteriges, schlapperiges, saures Gemüse essen. Weil das ist so meine Erfahrung, wenn ich Meal Prep gemacht habe und habe das Zucchini oder Brokkoli immer direkt mit in die Dose reingemacht, dann war alles andere eigentlich noch gut zu essen, bis auf das Gemüse. Ist eigentlich logisch, aber habe ich dann doch schon oft gesehen, wenn mich manchmal welche markieren bei Instagram mit Meal Prep, dass die halt das Gemüse damit reinmachen und na, 2 Tage altes Gemüse schmeckt einfach nicht mehr. Ist einfach so. Ja, ich mache mir jetzt meinen Quark und dann muss ich noch meine abendlichen Supplements nehmen, die ich vorhin oder heute Mittag mit euch zusammen vorbereitet habe. Und dann geht's allmählich ins Bett. 10 Uhr, 5 Uhr ist die Nacht rum. Quarkzubereitung gelungen. Schöne Konsistenz. Vanille Milk mit, also Whey Protein, Designer Whey mit Quark und Banane. Lecker. Wenn ich euch noch einen kurzen Tipp geben darf, wenn ihr abends oder morgens, wie auch immer, was esst mit Haferflocken oder mit Magerquark, dann spült das Gefäß, wo es drin ist, am besten sofort aus. Weil wenn das eintrocknet, ist das ekelhaft. Kriegen ja auch die meisten Spülmaschinen nicht richtig sauber. Also irgendwas mit Quark oder Haferflocken oder Reisflocken immer schön ausspülen. Eure Frauen werden es euch danken. So, jeden Abend gibt es noch kurz vorm Schlafen gehen, beziehungsweise so eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen, gibt es noch 20% CBD. Nutze ich jetzt schon seit über einem Jahr und ich finde es super. Vorher habe ich noch ein bisschen hier Entspannungsmusik gehört, um abends runterzufahren. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einem stressigen Alltag, dass man sich irgendwie abends relaxed bekommt. Meditationsmusik macht es möglich. Jetzt noch CBD, Zähne putzen.
Und dann ab ins Bett. Schlaft schön.